Servus Leute, was geht? Euer Thomas ist am Start mit einem neuen kurzen, ganz kurzen Commentary. Wieso werdet ihr hier gleich sehen? Ich habe euch nämlich drei Clips zusammengeschnitten. Und das sind so Gründe, wieso ich keine Gameplays spiele irgendwie in letzter Zeit, weil immer irgendwas passiert immer, ja. Die ersten beiden sind aus einer Runde Herrschaft, Bodenangriff auf Raid und die zweiten sind Team Deathmatch Plata. Auch im Bodenangriff und ich spiele beides mal Blitzschlag Obi Loadster. Und ja, entweder wird der Loadster gegeiert oder du stirbst von der Hunter Killer oder naja, das letzte beim letzten Video werde ich auch nochmal anmerken, möchte ich eure Meinung in den Kommentaren hören, weil ich das nicht ganz aufgenommen habe und zwar bewusst, weil ich wissen möchte, was ihr denkt, ob ich sterbe oder nicht, aber was soll's. Ich habe ein paar Fragen bekommen, die ich mir gedacht habe, kann ich ja mal beantworten. Und zwar zum Beispiel wurde ich gefragt, ob ich denn mir nicht hier was aufschreibe, wenn ich laber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schreibe mir da jetzt nicht unbedingt was auf, außer beim PS4-Video, weil es waren ja richtig viele Infos, ja. Und sonst denke ich, ist es vielleicht ein bisschen schöner, wenn ich nicht die ganze Zeit hier so ein striktes Schema vor mir habe und ein bisschen Kacke auch mal zwischenrein fügen kann und so. Und ja, was wurde ich noch gefragt? Hol ich mir das DLC? Ja, natürlich werde ich mir das DLC holen. Was heißt natürlich? Ich habe mir bis jetzt noch nie ein DLC geholt. Aber jetzt bin ich ein YouTuber und ich möchte natürlich mitziehen. Ich möchte mehr Abonnenten gewinnen. Und deswegen denke ich mir, ja, wieso holst du dir denn bitte hier keins? Und außerdem finde ich, sieht der Peacekeeper richtig geil aus. Und die Maps sehen auch gut aus. Da habe ich mir gedacht, ja, holst dir dann mal den Season Pass. Wahrscheinlich dann. Und ja. Was wurde ich noch gefragt? Ob ich mir GTA 5 hole? Und jetzt zieht euch mal bitte rein, wie schnell dieser Loadster unten ist. Das ist zum Kotzen einfach, Alter. Richtiges Kotzen, Alter. Naja, ich wurde gefragt, ob ich mir GTA 5 hole, wenn es rauskommt. Ich weiß nicht, wann es rauskommt. Ob es dieses Jahr im vierten Quartal rauskommt, sprich im Winter. Oder nächstes Jahr, sprich 2014, irgendwann im Frühling. Ich weiß nicht, aber ich denke schon, ich habe bis jetzt noch nie so großartig GTA gespielt, aber ist doch sehr vielversprechend, was da kommen wird. Auf jeden Fall werde ich mir Assassin's Creed 4 holen, für die, die es nicht wussten, das wird auch kommen. Und ja, was wurde ich denn noch so gewartet? Genau, eine Frage, die ich ganz leicht beantworten kann. Was habe ich für eine Internetleitung? Ich kann euch sagen, meine Internetleitung ist Traum. Also wenn ihr so eine Leitung wollt, müsst ihr schon irgendwo hinziehen, wo ihr richtig abgeschieden lebt, ja. Ich besitze eine 2K-Leitung, ja. 2K. Jetzt denken sie manche, wow, 2000 ist doch, klingt nach viel. Das sagen aber nur die keine Ahnung haben, ja. 2K ist absolut nichts, Alter. Absolut gar nichts. Das ist zum Kotzen, Mann. Aber was soll's. So, und jetzt hier. Ein Vorloadster. Der Körper hockt oben am Dach. Ich zerstöre jetzt die erste eine Claymore, ja? Die eine Claymore. Und jetzt denke ich mir, ich gehe hinten rum. Ich bin ja schlau. Und an der Stelle möchte ich von euch wissen in den Kommentaren, werde ich den Loadster bekommen oder nicht. Ich werde das Ganze Freitag auflösen in meinem neuen Commentary. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Haut rein, Leute. Ich bin raus. Servus.